Moin, moin, meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Medium. Wir befinden uns immer noch hier unten in der Wasseranlage und müssen jetzt mal versuchen, diese, wie sagt man denn, nicht in Gang zu bekommen, aber doch in Gang zu bekommen. Genau, wir gucken mal hier hin. Ah, ne, das war ein Dings. Wir müssen mal hier rauf gehen nochmal. Und zwar kann ich in einigen Bereichen ja nicht rein. Das heißt, wir müssen mal ein bisschen was umfüllen hier, damit wir irgendwo reinkommen. Die beiden sind blockiert, da kommen wir noch nicht hin. Das heißt, wir müssen einen umfüllen. Pass mal auf, wir machen mal so. Füllen den mal raus. Jetzt haben wir einen geleert. Jetzt müssen wir noch da irgendwo weiterkommen, oder? Wir gucken mal. Das war jetzt der graue, grün, graue da. Irgendwo müssen wir ja runterkommen dann. Also der hier ist es definitiv nicht. Das ist der rote Bereich. Guck mal hier. Der sieht auch leer aus jetzt. Also hier können wir runter. Aber wie kommt man runter, ist die Frage. Na, anscheinend nicht. Hier können wir nicht rum. Okay, das hier ist der... Also hier geht's runter auf jeden Fall. Also man könnte hier runterkommen. Wenn man wüsste wie. Warte, ich habe mal eine andere Idee. Warte mal, hier noch zurück zu dem, zu den Gerätschaften. Und geh nochmal hin. Denn, ich glaube, ich muss das umstellen. Also, jetzt haben wir... Pass auf, wir machen es anders. Wir machen jetzt so. Schieben das darüber. Und nochmal. Okay. Genau, das ist der rote Tank hier. Der müsste doch jetzt... Okay, der mag man wohl nicht. Not for me. Where would you be? What would you be? Okay, hier ist schon ganz leer zu sein jetzt. Gehen wir mal runter. You owe me. Also, schön ist der nicht. Man hört, ich achte gerade nur auf den linken Part. Also ich kann beide synchron gar nicht gucken, aber ich muss natürlich immer gucken, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dass man vielleicht auch nach rechts guckt. Ist der gerade hier unten rum? Nee, ne? Ah, guck mal, was ist das denn hier? Shit. The valve is missing. Please be around. Och Mann, jetzt fehlt er. Klar, komm, warum kann es nicht einfach mal leicht sein, ne? Warum kann es nicht einfach mal leicht sein? Da drin vielleicht? Yes. Agent Cutters to the rescue. Wer ist das da drin? Guck mal. Yes. Ein Ventil haben wir. Wo geht's denn da hin? Hey. That's my way out. Okay. Once I dry it up a bit. Okay, wir können es natürlich noch nicht da rein, noch nicht öffnen, weil dahinter ja Wasser liegt. Aber jetzt können wir doch hier schon mal das erste Ventil öffnen, oder? Ah, da. Zack, zack. Und bitte benutzen. There. Now it's ready to gulp down some water. Super, haben wir den einen Bereich ja schon mal fertig. Jetzt füllen wir den anderen ab und können da was rein. Pretty dollhouse. So many dolls to play with. So läuft der denn, frage ich mich gerade. Und wo der gerade ist, der Typ. Ich hab ein bisschen Angst. Da kommen wir nicht durch. Da spritzt auch noch Wasser an den Seiten, sieht man ja. Schwester. She was insatiable. And him. The only one to get away. But they don't last. They never last. Bin ich jetzt in die falsche Richtung gelaufen? Ah, genau, okay. So. Jetzt gucken wir mal. Also, wir haben das eine Ventil geöffnet. Wir wissen, der untere Bereich ist frei. Das heißt, wir könnten theoretisch das jetzt hier rüber kippen. Und das hier runter jetzt.
das hier rüber. Damit der leer ist. Und jetzt können wir noch den Bereich leer pumpen. Jetzt müssen wir noch da reinkommen, oder bin ich verkehrt? Okay, war der andere Tank hier drüben? Ich weiß das nicht mehr genau. Nee, es war einfach nur ein blöder Raum, ne? Dahinter ist der West Chamber, genau. Okay, gucken wir uns den mal an. Ich hoffe, dass der jetzt nicht hier rumläuft, der Assi-Typ. Der geht mir schon sehr, sehr auf den Sack. Aha. Hier geht's runter. So. Hoffentlich fehlt nicht schon wieder ein Ventil. Das wäre so ein bisschen dämlich eigentlich auch, ne? Eieiei, so. Second tank, ready for duty. Okay, hier kommen wir irgendwie gerade nicht. Müssen wir mal gucken, weil ich hier so durchkomme. Ein bisschen Action brauchen wir, sonst kommen wir nämlich gar nicht mehr hier raus. Ja. Mal laufen hier. Das war doch gut. Gut, den haben wir jetzt auch. Sozusagen. I'm so glad you're here. Oh, the others. Not enough. Never enough. Never full. Never warm. And her. Old. Worn out. Rag. It's so much. Okay, ich kann auch hier längs laufen, ist eigentlich egal. For us to see. So. For us to eat. For us to wear. Gut. Can't go out like this. Alone. Naked. Just let me wear you. We'll walk this world together. Wir sind die beiden leer, aber irgendwie bringt es mir ja noch nichts. Denn so kann man die nur halb voll machen, reicht das? Ich weiß, reicht das? Ich glaube nicht, ne? Probieren es nochmal. So, hier ist er trockengelegt. Ja, auch. Wie komme ich denn da hin? Die Frage. Aha. Ist da irgendwo ein Weg runtergeben? Hier vielleicht? Längs muss jetzt. Das könnte doch. Ja, stimmt auch wieder nicht. Was macht die Regie mit? Also wir haben jetzt die beiden leer gemacht. Was hier, wo die Tür war? Anna? Ob ich jetzt schon.
Ach, jetzt kommen wir ja nicht hier. Ach, Mist. Aber hier unten war die Tür, ne? Genau, hier unten war die Tür. Bringt uns bloß gerade nichts. Mal kurz zurücklaufen. Jetzt verlaufe ich mich auch noch hier. Mein Gott. Dumm. Wo war denn der Ausgang? Warte mal. Mal kurz hier auf diesen Plan nochmal gucken. Also. Water level indicator measures water level and water flow. Okay. Also wir haben jetzt die beiden da befreit. Das heißt, wir können hier die Sachen. Aber wir können es auch nicht wieder zurückbekommen, oder? Das heißt, wir müssen den hier, warte mal, wir müssen den hier nochmal abfüllen. Und hier rüber packen. Damit der leer ist und beide leer sind, damit wir im roten Bereich rein können, oder? Yes. Ja. The central chamber is open. Gut. Get your ass down there, wir haben auch gerade eben schon erkennen können. Aber naja. Genau, hier ist der East Chamber. Da müssen wir jetzt runter. Hoffen, dass der Typ jetzt nicht wiederkommt. Ich denke nicht. Hier ist der Central Chamber. Aber hier kommen wir nicht runter, oder? Können wir hier auch schon runterlaufen? Warte, müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, ne? Nee, ich weiß schon. Ich muss im roten Bereich reinlaufen und runterlaufen. Und da war hinten war ja eine Ecke frei, wo wir hinkommen. Das machen wir jetzt mal. Jetzt kommen wir ganz runter, weil das Wasser weg ist. So. Jetzt passt es doch. Das war ja hier irgendwo die Tür, wo sie sagte, sie will da nicht durch. Weil es zu nass ist. Weil wir wissen, jetzt kommen wir da durch. Guck. Wow, jetzt laufen wir in der Zeitlupe rein. Drücke RB und halt dein Gitterschutz. Okay. Gut, dass die alle gekommen sind und wir sie vorhin nicht gesehen haben. Okay, da ist er. No more shame. Never again. Eieiei. Let them look. Let them see. Let them know. Let them feel. Our pain. Okay, er hat sich manifestiert. Da schleicht man ein bisschen hier. Wir sind da drüben wahrscheinlich rein. Kann ich mich hier so. Nein! Was? Wie? Wollen Sie nie! Nein! Oh. Hilfe! Scheiße! Okay. Flüchten kann ich nicht vor dem. Macht ja auch nichts. Ja, bin ich schon. Okay, wir müssen uns was anderes überlegen. Schleichen müssen wir auf jeden Fall. Und er darf uns ja auch nicht hören, ne? Jetzt müssen wir zwischendurch den Atem anhalten. Vor diesen Spasti. Wenn ich ihn so nennen darf. Ja, dürfen sie. Okay, danke. So. No more hunger. No more cold. Oh, kannst du überspringen? No more shame. Kannst leider nicht überspringen. Never again. Das tut mir leid. Lass uns ein paar Mal probieren. Werden wir ein paar Mal nicht überspringen können. Also da kommen wir ja nur durch als Geist. Und dann müssen wir irgendwie loswerden. Nein! Wollen Sie mich? Kann da nichts machen. Das geht mir auf den Sack.
Okay, vielleicht kann ich mich hinmachen und einfach direkt da reinlaufen. Die andere steht ja noch da dann. Aber vielleicht bringt es ja was. Oh komm, das ist echt blöd gelöst hier. Was ich überspringen kann, ist schon ein bisschen dämlich. See, let them know, let them feel our pain. Okay. Not let me get back here. Was? No! You settled. Och man. Das war schon der richtige Weg, aber was kann ich da drin machen, ist die Frage, ne? Ich konnte das nichts erkennen, was ich da machen konnte, so ein Scheiß. Ja, diese. Okay, müssen wir die Geisterwelle nochmal machen, wenn wir da drin sind. Probieren wir nochmal. No more hunger, no more cold, no more shame. Also da hinten ist irgendwie irgendwas im Strom. Again. Dass wir irgendwas machen müssen. Let them look, let them see. Kabel laufen da irgendwie längs. Let them feel our pain. Ist da irgendwo ein Generator? Und ran. Nein! Let me get back here! It all ends. No! You settled! That's empty. Och man! No more hunger, no more cold, no more shame, never again. Let them look, let them see, let them know, let them feel our pain. Nein! Let me get back here! It all ends. No! No! You settled! Ah, siehste. So geht's natürlich auch. Come back! Ach, scheiß Teil, Leute. Mann, ey. War eigentlich total simpel. Trotzdem haben wir das so dumm gemacht. Scheuert. Lily. Thomas. You are here. I can feel it. Guck mal, wo er hingeht hier. Na, das sieht doch wieder nach irgendwas aus, was man machen kann. Power System, okay. No, don't do this to me. Burnt to a crisp. Scheiße. Guess I should look for a spare. Ein scheiß Ersatzding finden. War klar, ne? Oder da ist auch noch so ein Brief. So viel glaube ich zu wissen. Die Mächte kommen vom selben Ort, aber sie können sich auf unterschiedliche Weise manifestieren. Sie scheint an beiden Orten zu existieren, als ob ihr Geist zwei Körper gleich sich bewogen kann. Was immer ihr an einem Ort geschieht, wirkt sich auf den anderen aus. Sieht sie die Grenze zwischen den Orten oder sind sie ein und dasselbe? Neue Hypothese. Der Tod lichtet den Schleier zwischen den Welten, sodass sich ein neugeborener Geist niemals spalten muss. Ergibt das Sinn? Auf eine beschissen seltsame Weise, ja. Hey. I know this one.
Used to be one of my favorites. Vitamins, antibiotics, neuroleptics, antidepressants. Even by my standards, that's a lot of pills. Das stimmt. Scheiße. Okay, hier haben wir es gerade nicht. Wo können wir diese blöde... Okay, kann man nachher aus dem Raum rausgehen und woanders hingehen? Wahrscheinlich, ne? Gut, gucken wir mal, ob wir woanders was finden. Hier finden wir auf jeden Fall keine. Wir heben nicht auf die Tür hier, oder? Oder bin ich von da gekommen? Busted open. From the inside. Das war ein starkes Viech gewesen, was das gemacht hat. Ah, yes. Kannst du mal da reingehen? This was definitely Lily's place. Where he kept her. So, was liegt denn da? Salz. Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist? Ein bisschen Alchemie, das Spiritiert, das Salz. Die Märchen sind anscheinend doch wahr. Egal, der Raum ist bereit und er funktioniert. Er funktioniert wirklich. Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich ganz allein was. Es ist einfach so verdammt schön. Okay. Da hat sie Infusionen bekommen. Imagine being locked up in this place. Having a needle shoved into your arm day in, day out. You didn't deserve this, Lily. Nee, das hast du wirklich nicht verdient. Again with the salt. The whole room is lined with it. Wie hält sie das zurück? She'd be a grown woman by now, but the room is still all dolls and unicorns. Little windows into the world. It's something, I guess. Sunshine doesn't really translate to text, though. Ja, viel mehr gibt's hier jetzt nicht. Hier, an der Jacke, ne? Quite the selection. So she could doll herself up with no one to see her. Okay, wir gehen mal hier hoch. Und dann gehen wir mal zurück und bringen uns mal die, sozusagen, die Sicherung zum anderen Laden. So. Bestimmt bei Reihenfolge machen. Ah, shit. Ja, warte mal. Too much power. Let there be light. So. Aber da ging es ja nicht. Dafür muss ja irgendwas anderes aufgegangen sein. Dass wir irgendwo rein können, behaupte ich mal. Drüben. Nice decor. Very minimalist. Da gibt es einen Spiegel, wo wir durchlaufen können. Aber hier ist noch auf dem Tisch was Leckeres zu essen. Mold. It looks pretty fresh. Someone's been here recently. Ooh. Oh.
Okay, ab geht's. If I find enough pieces, I might be able to get to the other side. Ah, okay. Better get to it, Alice. Gut. Suchen wir mal die. Noch ein paar Stücke. Na, hier müssen wir nicht hoch, glaube ich. Das ist Quatsch. Müssen wir, glaube ich, hier irgendwo suchen. Wenn hier noch ein, zwei Türen aufgegangen sein. Hier zum Beispiel. Ein Stück. Okay. Here's one. So far, so good. Hey, was hat denn die Badezimmer, ne? Immerhin. Looks like he could never quite let go of his passion. In another life, perhaps. There. Another one. Jack Okun, don't. Sie hätte mich heute beinahe gesehen, mich gespürt. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss vorsichtig sein. Ich muss Abstand halten. Es ist nur, ich habe keinen Tag vergeht, in dem ich nicht an sie denke. Ich weiß, dass es das Richtige war, sie im Krankenhaus zu lassen. Es ist besser so. Es geht ihr besser so. Aber ich denke ständig an den Tag, an dem es endlich soweit ist. An dem sie entdeckt, wer sie wirklich ist. Sie wird verwirrt sein, Angst haben. Ich sollte für sie da sein, damit sie das alles versteht. Um ihr zu sagen, dass alles in Ordnung ist. Nein, sie wird es schaffen. Sie ist stark, genau wie ihre Mutter. This was definitely Thomas's workspace. I can sense the determination. Whatever he was working on, he really gave it his all. Were you trying to send the monster away? Or to get your other self back? Hypothese. Nach einem traumatischen Erlebnis kann sich die Seele in zwei getrennte Einheiten aufspalten, um den davongetragenen Schaden zu lindern. Beobachtung. Diese Einheiten können einander wohlgesinnt bleiben oder sich feindlich gegenüberstehen. Wie zerstört man die eine Hälfte, um die andere zu verletzen? Man weiß es nicht. Okay. Da können wir nicht rein. Viel mehr ist hier aber auch nicht, ne? Das waren wir jetzt mal. Reichen die beiden Spiegelstücke? Wir testen es mal. Ich glaube fast schon, aber wenn wir noch irgendwann übersehen haben. Na? Ne, wir brauchen noch eins. Da fehlt noch eins. Gut, wo kann das sein? Ach, guck mal hier. Da ist nur ein Brief. Nur ich und sie, nur ich und sie. Es fühlt sich seltsam, aber auf eine gute Art. Wie es sein sollte, ich genieße das besser, solange es geht. Ich habe bereits damit begonnen, die Werkstatt ins Hotel zu verlegen. Wenn das passiert, will ich nicht, dass sie in ihrer Nähe ist. Ich gehe bald hinein, um ihn zurückzuholen. Das kann nur eines von zwei Enden nehmen. Entweder in den kommen wir beide zurück oder niemand von uns. Ah. Ist hier vielleicht noch ein Spiegel rum? Wenn ich gesehen habe gerade eben? Ich glaube nicht, ne? Nein. Mist! Wo kann das letzte Spiegelstück sein? Und hier links laufen. Also mal durchforsten hier. Die Musik ist ein bisschen schrecklich. Ich finde sie nicht mal angenehm und schön. Ich finde sie einfach nur nervig.
einfach nur, ob wir hier drin nochmal einen Spiegelschiff finden. Jetzt wissen wir, wonach wir suchen. Ich bin trotzdem hier dran. Ach, guck mal da. Nee. Ich sehe keins. Auch nicht? Was habe ich denn jetzt übersehen? Warte mal, also ich. Ach doch, warte mal. Vielleicht, wenn man doch nochmal zurückgeht, wenn man oben hier noch ein Spiegelstück. Das kann natürlich sein. Huch, in der Richtung. Das kann natürlich sein. Ich gehe trotzdem mal in alle Räume rein. Sicher, sicher. Ja, hier ist auch nichts. Okay. Da liegt es. Ey, wie dumm. Direkt in dem Raum. Ich hab's nicht gesehen. Let's make magic happen. War ja ein bisschen dumm von mir, ne? Na gut. So, das bringen wir noch an. Und dann schauen wir, was passiert. And there it was. The moment we finally met. Wait. You're the other one. The spirit. But the hound. I thought you were gone. Gone? No. Trapped. I spent years in Henry's fucked up world. Oh, when you sent him away, I could finally break free. That's why you're so important. You can finish this. Where is he? Where is my father? I don't know. For the first time in my life, I don't feel his presence. I've been away for so long. Could you stay for a moment? Tell me how all this started. Das ist jetzt da, wo wir sie immer gesehen haben. In den ganzen Zwischenschnitten, Zwischensequenzen, oder? Erzählt sie ihnen das Ganze. Natürlich schwierig, wenn man dann immer nur den oberen Teil gesehen hat und nicht, dass sie in der Geisterwelt auch gleichzeitig ist. It
starts with a dead girl. Da fing es an. Jetzt sind wir hier. Es lädt ab und zu ein bisschen nach, ne? An den Texturen kann man das sehen. Ein bisschen unausgegoren, die Programmierung. Das Geile ist, dass sie in der Geisterwelt nicht raucht. In der Geisterwelt ist ungesund. What about Lily? Did my father... No. He couldn't have. He wouldn't. He loved her too much. Both of you. So, what happened to her? What is this place? This is where he kept her. That cell back there, it only exists in one world. Keeps the other one out. He built it so that he could be alone. It was the only place he could feel normal. Separated from his powers. From me. Came in handy once Lily became unstable. Unstable? What do you mean? She's a medium too, Marianne. A powerful one. Guess it runs in the family. When Richard... When Richard hurt her, it awoke something inside her. Something terrible. And it was only a matter of time before it got out. It's what your father feared. What he tried to avoid. That's why he called me. But that means... Yes. She's still alive. There's still a way to save her. You have to find her, Marianne. Where is she? Where is my sister? You know where. The lake. It's coming. Time for you to go. I'll hold it off for as long as I can. I'm not leaving you! You can't always save everyone, Butterfly. Trust me. Sorry. Na nü? Da hat er uns weggeschickt. Der liebende Vater. Also echt spannendes Spiel, muss man sagen, ne? Also wirklich. Lange nicht mehr sowas gepackt, muss ich zugeben. Also von der Story her finde ich es echt cool. Ah, die Thomas-Abschnitte waren ein bisschen langweilig, gebe ich zu, aber trotzdem schon ganz cool. No. Super. Hier machen wir eine kleine Pause und dann machen wir uns auf, den See zu erkunden und
versuchen, unsere Schwester zu retten. Wir wissen ja immer noch nicht, wer das Mädel da erschossen hat am See. Werden wir herausfinden. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.